Nur ruhig, nur ruhig. Oh, warte. Verpasse ich gerade was? Eventuell verpasse ich gerade. Nein, ich glaube nicht. Das sah hier gerade kurz so aus wie die Gegend, wo das dritte Secret sein soll. Aber. Nö. Denn es gibt drei Secrets. Ich glaube, das habe ich schon gezeigt, aber noch nicht angesprochen. Oh, der Weg sieht schön aus. Und ich habe gerade irgendeine Kameraperspektive weggedrückt. Ich will sie nur mal sehen. Moment. So. Ah. Oder auch nicht. Es war so zu erwarten. Weißt du, er hat halt schon. Boah, ich bin so doof. Eieiei, habe ich mich da verjagt. Er hat halt schon so gedampft. Boah. Ich sehe das so und denke mir so, ja, der wird gleich erwachen. Und, aber irgendwie diese Musik, ich weiß auch nicht. Wahrscheinlich war es die, die mich dann erschrocken hat. Wenn der jetzt einfach nur so losgerannt wäre, hätte ich mich wahrscheinlich nicht so erschrocken. Okay, hier ist nichts weiter. Nö. Ich finde diese rauschende Atmosphäre so schön. Generell, das Level hat so ein bisschen was von der Indien-Atmosphäre. Ich meine, ist logisch, ne? Hat da ja auch das Hauptspiel angefangen. Die ist darauf ausgelegt, dass sie schön entspannt ist und alles. Aber oh. Eine Wache. Aber es ist auch noch schön einfach eigentlich hier. Doch, ja. Also eigentlich ein entspanntes erstes Level. Mir gefällt es bis jetzt echt gut. Also das soll nicht überrascht klingen, denn nichts anderes habe ich eigentlich erwartet, aber es ist wirklich unerwartet gut sogar. Ich glaube, ich weiß die Lösung. Ja. Was wäre passiert, wenn ich da unten reingesprungen wäre? Och nein. Nein. Geh weg, du stinkst. Och nee. Das scheint eine schlechte Idee zu sein, da runter zu gehen. Ach, was auch immer. Ich glaube, ich gehe jetzt einfach weiter. Die Krähe, wenn sie was von mir will, dann wird sie schon. Oh, ich bin so tot. Ich bin schon in die falsche Richtung abgebogen. Also, ja. Deswegen bin ich jetzt auch entgegengerannt. Nun. Da, wisst ihr, da kam jetzt keine Schockmusik. Da hätte ich jetzt eine gebraucht. Okay, wieso rollt die Kugel jetzt nicht? Oh. Ach so. Ich soll in die Richtung. Und dann in die Lücke da unten, oder was? Mich nervt die Krähe immer noch, aber egal. Ja gut, dann mal los. Oder auch nicht. Hä? Okay, erstmal werde ich die Krähe da draußen erledigen. Und dann werde ich, glaube ich, davor speichern. Okay, Krähe ist erledigt, aber speichern würde ich trotzdem noch nicht. Weil, ja, so lange haben wir jetzt auch noch nicht gespielt wieder. Trotzdem würde mich interessieren, wie soll das gehen? So, ich versuche jetzt möglichst senkrecht darauf zuzulaufen, mich dann zu ducken. Oh, oder aber muss ich sprinten und eine Rolle machen? Das könnte ja auch sein. Verdammt! Nein, das war nicht die Lösung. Ich hab's geschafft. Okay, wenn sie jetzt nicht ganz fies waren, kommt auch nichts mehr. Aber gut. Vorerst wäre das überwunden. Hier ist nichts, nehme ich an. Nö. Okay, gut. Dann können wir beruhigt weiterlaufen.
Oder kriechen vielmehr. Einmal hepp, zurückspringen. Okay, wir sind jetzt... Oh, da ist die Wache. Wie mache ich das jetzt am besten? Noch bemerkt er uns nicht. Ja, genau. Mach erstmal hier ein paar Kunststücke. Ja, das passiert, wenn man Shift drückt und sich gleichzeitig hochzieht. Es ist so cool, dass sie einen nicht bemerken kann. Und dass man dieses Stealth-Element hat. Ich wäre mir nicht bewusst, dass es das im Hauptspiel schon gab. Okay, kurzer Schnitt wegen Hintergrundgeräuschen. Hat nicht lange gedauert. Aber trotzdem, kurzer Schnitt. So. Geht's hier irgendwo Sinnvolles weiter? Also klar, hinter uns geht's weiter, aber hier liegt da noch irgendwas auf der Brücke vielleicht? Ich meine, da können wir jetzt hin. Nee, da sehe ich nichts. Eventuell. Oh, da vorne geht's noch weiter. Jetzt weiß ich nur nicht, welcher Weg der gedachte ist. Oh oh. Schnell zurück. Hä? Ach so, vielleicht... Ah, jetzt check ich's. Das war nur, weil... Achtung, hier geht's tief runter. Das sollte uns das wahrscheinlich sagen. Aber warte mal. Das sind 3 Blöcke. Das heißt, die könnte ich mit Springanlauf festhalten rüber. Will ich aber nicht. Ich will erstmal auf die Brücke da. Moment. So, einmal zur Seite. Und... hier rüber. Da sollte man ja wieder zurückkommen. Denn ich glaube, hier befindet sich das dritte Geheimnis. Ja. Oder? Warte mal, hier war doch das... Ja doch. Ich glaube, hier ging es zum dritten Geheimnis. Dann sagt mir das aber auch was anderes. Denn das dritte Geheimnis gab es erst, oder sollte man erst nach dem zweiten Distelstein holen. Weswegen ich doch mal hier hingehe erst. Da ich vermute, der Distelstein befindet sich direkt hier irgendwo dann auch. Nein? Hm? Da oben vielleicht? Nö, auch nicht. Okay. Ich will mich hier auch nicht zu schnell bewegen. Eventuell kann man sich da festhalten. Warte mal, kann ich da unten stehen? Ja, eventuell kann man sich an diesen Ranken hier wieder festhalten. Ja, kann man. Kann man auch nach oben. Ja, aber bringt nichts. Das heißt, runter geht es! Verdammt. Ja, schrei nicht rum. Mit ein bisschen... Wow. Ach, da sie an. Also eventuell habe ich gerade ein bisschen komisch geschnitten. Aber... das hat seinen Grund. Ich will euch die Überraschung nicht nehmen, die da unten auf uns wartet. Man kann so rumklettern, aber hier unten kann ich immer noch nicht stehen. Ich muss mich noch weiter umschauen. Okay, eine andere Möglichkeit wäre, hier rumzuspringen. Ja. Ja, ich glaube, das ist sie. Also, zugegeben, ich habe gerade ein bisschen in den Walkthrough gelookt. Und das sah in etwa so aus wie das hier. Aber, hä? Stelle ich mich gerade nur dumm an oder kommt man da trotzdem nicht weiter hoch?
Und kann ich mich hier safe ru- Oh, renn doch nicht los, Lara. Ich hab umschauen gedrückt, so. Wie komm ich denn da hin? Sollte ich hier sein? Ist das eine gute Idee? Ich glaube nicht. Verdammt. Och. Okay, eventuell komme ich hier noch halbwegs gut raus, indem ich mich hier runterlasse. Ja, lassen wir uns einfach mal hier runter. Und wo bin ich jetzt? Hier. Okay, bis gleich. Ah, wahrscheinlich soll ich... Aha, okay, ja gut, das ergibt Sinn. Hätte ich tatsächlich auch drauf kommen können, also... Um genau zu sein, bin ich da auch gerade drauf gekommen. Aber ich meine, früher schon. Hätte ich da drauf kommen können. So, und wie mache ich das jetzt? Ohne, dass ich versehentlich da oben wo festhake. Am besten so ein bisschen mit dem Winkel und... Gut, das mit Festhalten war eventuell unnötig. Du blöde Krähe. Ey, ihr habt's in dem Level aber auch echt mit Krähen, ne? Die einfach nur dumm platziert. Schon erledigt? Vielleicht, ja, okay. So, heb die Munition auf. Okay, hier ist sonst weiter nichts. Da rechts liegt noch ein kleines Medipack. Das will ich mir definitiv holen und da vor uns geht's irgendwo hin. Ich hole mir erst das Medipack. Jetzt ist die Frage. Ich weiß, man kann hier noch oben raufkommen, aber die Frage ist wie. Oh, ich weiß wie. Ziemlich leicht sogar. Gut. Einmal hepp. Und hochziehen. Wieso hängst du da halb in der Wand, Lara? Oh, wir müssen sogar hier rauf. Da liegt dieser Dieselstone. So, jetzt bloß nicht schauen, dass ich mich falsch bewege. So, stirb. Habt ihr das eigentlich gerade gesehen? Die Krähe hat rotes Blut abgegeben. Ich habe es im gesamten Let's Play zu Tomb Raider 3 nicht erwähnt, aber vielleicht ist es euch aufgefallen, das Blut in dem Spiel war lila. Hier ist es rot wieder in der Erweiterung. Finde ich ehrlich gesagt gut. Ich meine, mich hat das lilane Blut jetzt auch nicht gestört. Immerhin, ich habe das ganze LP nicht mal anmerken müssen. Also so sehr aufgefallen kann es mir gar nicht sein. Aber ja, rotes Blut ist schon besser. Ist auch gesünder übrigens. Fragt mal euren Arzt.